Die Menge macht das Gift. Das höre ich von sehr vielen Menschen, wenn es zum Beispiel ums Thema Alkohol geht, um spezielle Heilpflanzen und ihre angeblichen Heilkräfte. Genauso wie wenn es um bestimmte Pilze geht oder wenn es auch im Garten mal ein bisschen da Gift rausgestreut wird oder da mal ein bisschen gesprüht wird mit chemischen Sachen. Und das ist sehr gefährlich und wir Menschen blenden dann immer sehr gerne die Folgewirkungen aus, weil wir das nicht ganz greifen können. Und das ist vor allem sehr gefährlich, wenn wir in der Natur oder in unserem Garten mit Gift handhaben, weil wir da einfach dieses Maß, was wir da anrichten, nicht greifen können. In der Natur finden wir überall Kreisläufe und wenn wir nur einen Baustein entfernen, bringen wir das ganze System durcheinander und verursachen Chaos. Und das sehen wir dann auch, wenn wir beispielsweise Chemie in unseren Gärten oder in der Natur mit ausbringen, beispielsweise gegenüber die Schädlingsbekämpfung. Zum Beispiel, wenn wir Schneckenkorn einsetzen, weil wir unsere Pflanzen schützen möchten vor den Schnecken, damit wir was ernten können, uns aber dann nicht dabei bewusst sind, dass nachfolgende Tiere, die zum Beispiel Schnecken fressen, dieses Gift dann auch mit aufnehmen. Beispielsweise, wenn der Igel mal nichts findet und Schnecken frisst oder wenn ihr zum Beispiel Enten habt oder Hühner und die dann das da auch mit aufpicken. Andere Beispiele sind, wenn ihr jetzt zum Beispiel Gift gegenüber eine Wühlmaus einsetzt, dass dann diese Wühlmaus ja vergiftet ist und dann andere Tiere, die ja dann diese Maus dann fressen, wie zum Beispiel Vögel oder größere Aastiere, dass sie dann auch dieses Gift mit aufnehmen und dann ihr Tiere umbringt, die dann ja eigentlich nicht umbringen wolltet. Auch beispielsweise bei mir, einem Nachbarn von mir im Schrebergarten, der hat meine Tötungsfalle aufgestellt, weil wir dort sehr viele Wühlmäuse haben und er hatte die Schnauze voll, dass seine Weihnachtsbäume da immer die ganze Zeit von einem Wühlmaus kaputt gemacht wird. Und eines Tages hat er dann in der Falle keine Maus gefunden, sondern den Mäusebussard. Also genau das Tier, was gegen die Wühlmaus vorgeht. Und seitdem hat er dann diese Tötungsfalle dann nicht mehr eingesetzt, weil er nicht den Mäusebussard töten wollte, sondern die Wühlmaus. Das gleiche Prinzip kann sich auch beim Maulwurf anwenden. Da gibt es auch manche Leute, die den unbedingt loshaben wollen, setzen da auch Gift rein in den Boden und wissen auch nicht, was und welche Tiere damit noch zusätzlich geschadet werden. Das ist ja das Problem auch von der konventionellen Landwirtschaft, die ja gegen einen bestimmten Schädling da Pestizide auf ihre Felder zum Beispiel bringen und das dann über die Luft überall mit verbreitet wird und natürlich nicht nur das eine Insekt getötet wird, sondern auch viele verschiedene andere Insekten dabei noch mit drauf gehen. Also da auch wieder das Beispiel mit der Biene, mit dem einen speziellen Pestizid, weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie das heißt, werde ich euch wahrscheinlich einblenden. Und da ist es halt genauso, dass man da auch die Bienenvölker zusätzlich mit schädigt, die anfälliger werden und danach nachfolgend eigentlich auch dadurch Bienen mit tötet. Nur so als Beispiel, und die Kette, die dehnt sich ja noch richtig weiter raus. Also wir wissen ja gar nicht, was wir mit unserem Gifteinsatz noch für alle möglichen Tiere dann noch zusätzlich mittöten. Genauso das gleiche, wie wir unsere Natur verunstalten. Zum Beispiel in den Meeren, wo das ganze Mikroplastik und die ganzen Schwermetalle da aufzufinden sind und die Fische das dann auch mit aufnehmen und je größer die Fische sind, desto mehr akkumulieren sie diesen Müll. Und beispielsweise Lachs und Thunfisch, was sehr viele Menschen ja essen, sind sehr vergiftet auch davon und das nehmen dann die Leute auch nochmal zusätzlich mit auf. Oder der Gifteinsatz bzw. der Medikamenteneinsatz in der konventionellen Massentierhaltung, der erstens sehr viel Wasser verbraucht, das Fleisch dann auch unter Stress ist, voller Medikamente ist und wir Menschen das dann nochmal zusätzlich essen und dann noch der ganze Raubbau, der mitbetrieben wird, um die ganzen Tiere noch zu füttern und die ganze Gülle, die dann auf die Felder mit aufgebracht wird und die ja auch voll belastet sind mit Medikamente und Schadstoffe, die wir dann auch wieder mit unserem Grundwasser wieder auffinden und wir so Lebensraum von uns, von anderen Tieren und unsere Gesundheit auch mal zusätzlich mitschädigen aufgrund von diesen Praktiken, die wir momentan machen. Dabei ist das den Menschen das überhaupt nicht bewusst oder diese Folgen ihnen überhaupt nicht klar ist. Und man kann sich es einfach bei uns in der Gesellschaft anschauen. Die chronischen Krankheiten werden immer mehr, sogar die Leute werden immer jünger, bis sie immer mehr Krankheiten bekommen. Viele schauen auch gar nicht mehr vital aus und im hohen Alter sehe ich auch manche Leute, da ist das Leben überhaupt nicht mehr lebenswert. Also da kann man sich dann selbst fragen, ob das eine richtige Lebensqualität ist oder nicht. Und das sind solche Indizien, wo man einfach so schauen kann, wir machen da irgendwas falsch oder wir unterschätzen einfach die Chemiekeule, die wir da täglich einfach mit raushauen auf unseren Feldern. Und es hat mir eine Nachbarin einmal erzählt, dass sie
es ein Experiment gibt, wo sie mal ein Meerschweinchen in einen Salatkorb aus dem Supermarkt gegeben haben und es ist daran gestorben aufgrund dieser Pestizidbelastung, die auf diesem Salatkopf damit vorhanden ist. Und nur weil jetzt wir nicht davon gleich sterben, heißt es jetzt noch lange nicht, dass wir davon unbeeindruckt sind oder dass der Körper da irgendwie fertig ist, weil es den meisten ist nicht bewusst, dass jeden Tag sehr viele Gifte auf uns einprasseln und unser Körper die ganze Zeit mit dabei ist, immer irgendwas zu machen. Und dass es nicht nur Pestizide sind, sondern auch ganz andere Sachen auch mal zusätzlich mit dabei sind. Habt ihr auch schon einige Videos gemacht zum Thema steinfreie Heilkost, möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Es geht ja hier jetzt mehr um die Gifte, die wir in die Natur raushauen, schaden uns auch nochmal zusätzlich selber. Mit diesem Video möchte ich euch einfach aufmerksam machen, dass es sehr weitreichende Folgen hat, wenn wir Gifte in unsere Natur mit reinpumpen, und die Folgen sehen wir ja auch jetzt schon. Von daher auch hier wieder langsam anfangen und das auch wieder schrittweise reduzieren und im kleinen Rahmen selbst für sich das anfangen und die Leute auch aufklären, dass das so nicht weitergeht, dass wir uns hier mehr oder weniger selbst die Lebensgrundlage nehmen, andere Lebewesen und uns auch mit, sagen wir mal, umbringen bzw. auch töten. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace Projekt. Bis dahin. Ciao. Gerne könnt ihr das Projekt unterstützen, damit ich weiterhin für euch Videos machen kann und finanziell unabhängig bleibe. Patreon, PayPal, Bankverbindung habe ich auch alles unten verlinkt bzw. auf meiner Webseite. Schaut auch gerne dort vorbei auf meiner Webseite. Findet ihr sehr viele Sachen, Kurse und Coachings, die ich anbiete in schleimfreie Heilkost und Permakultur. Und auch eine private Arbeitsgruppe zu Telegram. Instagram habe ich zum Beispiel jetzt auch neu. Könnt ihr auch da gerne vorbeischauen. Und auch Produkte, Saatgut, was ich alles anbiete, findet ihr alles auf der Webseite verlinkt. Schaut doch auch dort gerne vorbei.